Hallöchen und willkommen zurück zu Roguebook Pre-Order-Demo-Version. Ohne viel Schnacken gucken wir uns mal an, was wir für Karten kriegen können. Das korreliert sehr gut mit unserem Strongman-Skill, den wir benutzt haben oder beziehungsweise freigeschaltet haben. Nehmen wir. Auf jeden Fall nehmen wir das. Dann lass uns doch gleich mal hier den normalen Kampf hoffentlich gut überstehen. Oh, jeez. Was ist er denn? Haben die aus Yoshi einen Frosch gemacht? Was? Oh. Das ist nicht ganz so cool. Okay. Da er eh nur maximal einen Damage kriegen kann. Ach, das triggert nur einmal. Oh. Alright. Dann triggert das eben nur einmal. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegt er trotzdem drei mehr Schaden? Nein, nur den einen. Na gut. Passt schon. Ja, es ist gut, dass er da jedes Mal auch den Damage wieder, ja, selber bekommt. Da können wir jetzt ein bisschen was machen. Mirror Move. Dann. Ja, gut, passt. Den brauche ich noch, den Block. Aber die Decker können wir zumindest reinschmeißen. Ach, das ist auch nice, dass sie hier immer doppelten. Also nochmal Schaden drauf gibt. Schade, dass wir es aufs Maul kriegen. Aber er steht jetzt nur noch mit 3 Life da. 15 Protect. Werden die auch mit nur maximal ein runtergeschlagen? Nö, die 15 sind okay. Und das Ding ist tot. Jupp, nice. That was fun, oh ja. Das auf jeden Fall. Dann nehmen wir erstmal hier den Random Reveal. Auch eine komische Form, die da revealed wurde. Ah, wir haben nicht genug Gold dafür. Hier ist... Ach, das ist ein Elite-Kampf, stimmt, da war ja was. Ach, hier können wir einfach so aussuchen. Ja. Gut, dass das sehr gut begehbar ist. Das ist gut. Jetzt haben wir auch genug Kohle für einen der beiden Vault of Wisdoms. Könnten eine Karte kopieren für den Kampf. Ohne die Gems drin. Das wäre vielleicht bei dem... Ach scheiße, der ist schon voll gestopft. Können wir kopieren? Den. Mehr oder weniger kopieren. Sollen wir hier gleich... Oh, ja. Scheinbar. Ich dachte, der wird nochmal gefragt, möchtest du wirklich? Aber nee. Er macht das dann, wenn man drauf geklickt hat. Das Diamond Shield könnte gut sein. Also, normaler Kampf. Damit wir noch ein bisschen Tinte dazu kriegen.
Zwei von euch dödeln. Hm. Ich könnte... Moment. Das ist die Frage. Wir holen uns auf jeden Fall den raus. Ach, das zählt also auch für ihn mit dazu. Ah. Okay, dann 14 Damage. Wir gehen mal auf den hinteren. Aber ich muss hier einen Block generieren. Ah, war wichtig. Und nehmen wir nicht selbst. Wir haben dieses epische Circlet. Weil das eher nicht aussieht wie ein Circlet, ne? Aber wir können hier die Energie aufbewahren zwischen den Zügen. Warte mal, das triggert auch. Da kriegen wir wieder eins zurück. Ja, okay. Das können wir jetzt folgendermaßen machen. Wir können das hier rausschmeißen. Dann wird Guard kostenlos. Ja. Kann man machen. Vier. Moment. Wieso steht das aber auf 24? Was habe ich da verpasst, dass der auf 24 steht? Was habe ich da gemacht? Ach, warte. Wenn wir den zweiten dazu gepackt haben, dann... Hm. Oh, jedes Mal, wenn der Spirit dazu bekommt, kriegt er die dreifache Menge an Spirit. Und da wir den gleichen dazu gepackt hätten, mit 6 Spirit, hat der... 18 dazugekriegt, 18 plus 6 sind 24, ja. Alright, das ist ja interessant. Dann habe ich natürlich die Gemstones ein bisschen blöd gesetzt. 11 und 7. Ja, passt. Der ist tot. Dann müssen wir nur noch auf den hinteren draufhauen. Na komm, ich wollte gerade sagen, den sparen wir uns auf, aber nee, passt schon. Ja, der ist tot, weil die sogar noch vor ihm angreifen werden. Zack, 24 ist schon geil. Na komm, gib mir das. Komm, den machen wir auch gleich direkt mit. Das kostet auch nur eins, mehr oder weniger. Wir haben nur einen Defend hier. Fuck. Ja, kriegen 15 Schaden. Damn. Das ist schmerzhaft. Au, 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 au. Den können wir brauchen. Warte mal, wenn wir vorne stehen, machen die Messer, glaube ich, 5 Schaden. Nee, dann passt das schon. Dann kommen die weg. Oh, fuck. Zu schnell geklickt. Zu schnell geklickt. Fuck. Da hätten wir noch ein bisschen Damage machen können.
Also 30 kommen jetzt rum. Komm, mach mir die Pest günstig. Oh, Strike ist günstig geworden. Damn, ihn hätte ich schon gerne gehabt. 35 Schilde, nice. 63 Damage müssen wir noch raushauen. Okay, er macht gar nichts. Heißt auch... Wir können ihn holen. Na, dann lunchen wir. Oh, jetzt ist ein bisschen rumgesunken. Damn. Na egal. Nächste Runde ist er im Eimer. Jetzt gucken wir aber das nochmal kurz an. Ja, das geht dann dreifach hier drauf. Geil. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich diesen Kristall in die andere Karte hier eingesetzt. Aber man lernt ja nie aus. Man lernt nie aus. Okay. Können wir das Ding erreichen? Nein. Jetzt schon. Dann gib uns hier das Ding mal. 8 Block. Nice. 150 zum Transformieren. Das ist schon arschteuer. Dann nehme ich doch... das da als Finisher für eine Runde. Ja, doch, kann man machen. Dann... können wir den hier auch noch benutzen? Ah. Nice. Das gibt Kohle. Noch mehr Kohle und einen Würfel. Holen wir uns erstmal die Kohle. Noch einen Impact, jo. Das heißt dann wohl auch nur noch eine weitere Karte und wir haben wieder einen Skill. Auf jeden Fall holen wir es den. Ja. Was haben wir denn hier Schönes? 2 Courage. Ach, Fortifying Brew macht dann 4. Pro Stock. Nö, dann holen wir es doch lieber einen günstigeren Shop. Und da gucken wir dann auch gleich mal rein. Hey. Alles klar bei dir? Das macht einen Move zu Melee. Oh, das kostet weniger, wenn wir ihn von vorne spielen. Triple Damage wäre auch heiß. Kann man dann aber auch nur einmal benutzen, pro Kampf. Aber mach mal eine Karte günstiger. Ach, Moment, können wir das hier eigentlich wieder rausziehen? Nein. Damn, geht nicht. Na gut. Wieso hat der eigentlich hier 2 Slots? Na gut, dann packen wir doch hier gleich mal den ersten rein. Dann ist der günstiger, wenn wir ihn von vorne spielen. Allerdings können wir dann auch noch einen zweiten Zweier-Kosten-Move spielen. Muss man bedenken. Gut, was heißt muss, kann man bedenken. So. 6 Damage, das ist nicht so viel. Voll geil. Oh, das gefällt mir.
So, der kostet einen weniger. Zack. Ja, wir müssen eigentlich den da schon spielen. Wer wird dann eins günstiger? Nice. Allerdings, die neue hinzugefügte Karte wird nicht um einen günstiger. Schade. Oh oh. Ein Jack. Das gibt uns ordentlich Block. Wir könnten alles blocken, aber wir können das Jack auch irgendwie umklatschen. Wir machen hier mal ein bisschen Bleed. Ja, und tanken den Damage. Der kriegt zweimal drei aufs Maul wegen unserem Lavaschild. Sehr nice. Allerdings werden die auch jedes Mal ein bisschen stärker. Wir können... Oh, wir können zwei Pest spielen. Und Impact. Allerdings kriegen wir da ein bisschen aufs Maul. Und 11. Fuck. Aber der hier wird dann sowieso von den Spirits umgeklatscht. Ach, ist dann wieder ein 7 Block? Nee. Das heißt, er stirbt, dann kommen trotzdem die 19 Schaden durch. Ah, 17 Schaden, weil wir zwei Blocke generieren. Uff. Trotzdem schmerzhaft. 17. Nicht so cool. So, was haben wir jetzt hier Schönes? 42. Ast rein. Ist schon heftig. Digga, Tobak. Straight Line, 5 Zellen, das ist nicht verkehrt. Jetzt können wir dann auch, wobei das wäre noch verschwendet hier. Ja. Ja. Machen das hier so. Uff. Was decken wir hier noch auf? Naja. Noch ein Herzchen. Sehr schön. So, was könnten wir hier noch mitnehmen? Zwei Karten wegschmeißen und dafür drei Wille bekommen. Ein Ally. Der wird immer stärker. Dann nehmen wir den doch. Den Hurricane Punch habe ich mir jetzt gar nicht durchgelesen. Upsi. Ja, ich stehe auf die Allies. Ist natürlich gut, wenn der ganz am Anfang kommt. Ja, komm, wir hauen einmal zu. Der wird auch jedes Mal ein bisschen stärker, wenn wir blocken. Das ist nicht ganz so cool. Oder bei jeder Karte, die wir spielen, sagen wir es mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die 6 Damage gebraucht hätte. 4x3. Wir sparen uns den auf. Ah, natürlich kriegen wir Stars aufs Maul. Nicht so cool. Ich weiß schon, ich weiß schon. End the turn. Das lassen wir mal. Na gut. Dann
Du bist noch ein Ally. Ja, defenden, hauen den raus. Und den auch. Wunderbärchen. Das heißt, nächste Runde geht er noch nicht automatisch drauf. Den möchte ich jetzt aber auch mal noch im Einsatz sehen. Oder sollten wir? Ja. Den. Oh! Jetzt haben wir so viele Allies, dass wir einen wegschmeißen müssen. Okay. Also, falls wir das machen möchten, werden wir dann noch einen dazu klatschen. So. Nice. Zack! Gegrillt. That was fun. Ich weiß nicht, ob das so spaßig war. Wir heilen jetzt mal ein klein bisschen. Was, du blutest nicht mehr? Sowas aber auch. Astrein. Gut, dass wir den hier hingeklatscht haben. Na gut. Dann machen wir den auch noch. Ja, wenn man das halt schon mal eher wüsste, ne? Hilft nicht. Und dann nehmen wir den auch noch mit. Das freut mich für dich. Wenn's Sharrow gut geht, geht's mir auch gut. Slice and Dice. 5-mal für 0 angreifen. Ich glaube, da müsste man noch einen Stein reinklatschen, damit's halbwegs funktioniert. Ah, hier würde man Fortitude kriegen. Wir holen uns die Karte mal. Auch wenn die jetzt gerade noch nichts bringt. Das ist mir auch klar. Aber vielleicht können wir die noch aufpäppeln. Das ist ein Elite-Kampf. Ein Einhorn-Schaf? Ein Lamakorn. Okay. Gut zu wissen. Ah, jetzt macht sie es 3, weil sie vorne steht. Okay. Wir nehmen den aber auch mit. Einfach weil das weniger kostet. Dann nehmen wir 12 Damage. Und die 15. Komm, die 9 nehmen wir auch mit. So, er heilt sich jedes Mal um 10. Es macht 18 Schaden. Wir holen uns das Ding hier. Sollten auf jeden Fall... sollten blocken? Ja, sollten eigentlich schon blocken. Wandle jetzt nur die eine Karte um. Damit wir diese zwei Moves noch machen können. Oh. Okay, sie tankt das. Ja! Wir haben ja noch ein Herz. Oder haben wir noch ein Herz? Haben wir das übrig gelassen? Killed? How can I hurt something so fluffy? Wir können nicht den ganzen Schaden blocken. Sie rufen wir jetzt trotzdem mal. Moment, kann ich das spielen? Nee. Das bleibt einfach in meinem Deck drin. Ah, sie macht jetzt weniger Schaden. Das ist schön, dass wir jetzt sowas kriegen, wo wir es nicht brauchen. Der müsste das nächste Mal 4 machen, oder?
Jo. Oh. Und das wird nicht immer plus 2, sondern das wird verdoppelt. Halt mich fest. Er greift wieder nicht an. Das ist praktisch. Dann haben wir hier schon mal 42 Damage. Heiß. Also diese Mechanik ist cool. Alter, Freundschaft? Nicht wirklich. Das ist aber mies, dass unsere Hand jetzt mit so einem Scheiß voll ist. Ja, wir können nichts machen. Müssen wir auch nicht gerade so durch unsere Allies weggerockt. Oh, genau um einen Schaden haben wir es hingekriegt. Uhuhu. Heiß. Attack the leading enemy for 8. Mhm. Das ist ein sehr schöner Stein für uns. Denn, wo ist es denn? Nee, das hier nicht. Slice and Dice. Ah, das macht aber nicht 8-mal. Das macht nicht 8-mal den Schaden auf den ersten Gegner. Dann lassen wir das mal. Wo könnte man das noch reinschmeißen? In der Verteidigung? In eine Smoke Bomb? Ja, komm. Bau aber das da rein. Was soll's. Ha, haben wir hier jetzt noch das hier? Nein, wir haben das jetzt eingesammelt. Geh nochmal zu dir. Ah, wir können uns nichts mehr leisten. Fuck. Ich dachte, der hätte vielleicht noch irgendwas Günstigeres. Dem ist nicht der Fall. Hier könnten wir noch was aufdecken. Oder hier. Komm, wir machen das hier. Ah, oh, wir kommen nicht zu den Bongos. Scheiße. Ja, vielleicht kommen wir doch noch hin. Wir müssen mal gucken. Da kommt einiges an Damage rum. Und wir haben nur ein Defense-Ding. Oh, fuck. Ungut. Ungut möchte ich mal meinen. Ah, wir haben zwei Death-Dinger. Okay, dann können wir. Ah! Ich wollte den hier rauspacken. Fuck. Moment. Warum haben wir 4 Damage gekriegt? Jedes Mal, wenn wir eine Karte spielen, kriegen die auch 4 Damage. Nice. Ja. Nicht ganz so cool. Ich wollte nicht den Block wegwerfen. Was soll ich denn? Lass uns das mal so machen. Okay, wir spielen die Pestkarte auf jeden Fall jetzt, wenn die so kostenlos ist. Dann holen wir uns noch mehr Verteidigung auf jeden Fall. Und wir könnten... Was haben wir? Ne, wir versuchen erstmal den da sofort rauszunehmen. Jetzt kommen 19 Schaden durch. Das passt. Zumindest haben wir 5 Damage mitgegeben noch. Also... 5 Damage geklaut. Es kommen 28. Wir haben einen Guard.
Okay, er stirbt auf jeden Fall. Und er macht dann noch 10 Schaden. Okay. Ein Damage kommt durch. Und er kriegt dann noch Damage, weil wir das Lavaschild haben. Schnieke. So. 18. Du bist eh günstiger. 42 kommen hier schon mal. Ja, 12 oder 12. Ist wurscht. Nice. Das ist voll geil hier. Das gefällt mir. Wir müssen dann hoffen, dass das hier begehbar ist. Ansonsten kommen wir da nicht ran an das Ding. Es ist begehbar. Ast rein. Wir nehmen die Random Treasure. Ah! Nice. Das Buch hatten wir das letzte Mal schon. Das lässt einfach eine Karte auf der Hand zurück. Dritter Attack gibt uns ein bisschen Block. Und wir. Oh, wir haben kein Geld mehr dafür. Fuck. Alright. Dann gucken wir uns den Boss Battle an. Warte mal. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal. Haben wir hier noch irgendwo was liegen gelassen? Nein. Nope. Okay. Shara heißt die, ne? Ja. Shara hat nur 12 Leben. Das ist nicht so cool. Oh, und der wirft uns auch kreuz und quer durcheinander. Das gefällt mir nicht. Wieso ist es hier wieder auf 0? Achso, weil sie mit minus 1 anfängt? Ja gut, dann hauen wir hier einmal mit für 12 zu. Und ansonsten machen wir erstmal nichts. Wir sparen uns die 2 Punkte auf. Das ist gut, das würde alles blocken. So. Dann holen wir uns schon mal den ersten Ally. Ja, beziehungsweise den zweiten Ally. Das wird. Ja, das wird 2 kosten. Bevor wir das hier machen, machen wir doch lieber den da. Okay. Dann hauen wir die raus. Ja. So, dann kriegst du Messer ins Gesicht. Erst den Block aktivieren und dann Climax benutzen. Nice. Ah, wir sind ein bisschen angeknackt, aber das macht nicht viel. Die Pest kostet rein weniger. Beziehungsweise sie kostet 2, aber gibt uns einen zurück. Ja, jetzt müssen wir aber hier auf jeden Fall die 5 Power senken. Ja. Damn. Shabba stirbt erstmal. Ungünstig. Vor allem können wir sie auch nicht wirklich wieder bewecken. Strike kostet 0. Toll. Eigentlich würde ich schon gerne den da mitnehmen. Mache ich auch. ...42 jedes Mal. So. Wir müssen uns... Was heißt müssen? Wir sollten... Shara wiederbeleben. Oder sollten wir? Warte mal.
eine Karte wird dadurch... Nee, komm. Wir spielen einfach den und zwei Songs. So. Was hast du uns um die Ohren? 31 Schaden würde er uns um die Ohren hauen und wir können nur 5 abwehren. Oh, das reshuffelt die Hand. Okay, habe ich nicht gewusst. Das können wir noch mit reinnehmen. Das gibt uns ordentlich Block. Was ist hier los? Ach, jedes Mal, wenn wir eine Karte spielen. Oh. Alright. Ja gut. Kriegst du den halt auch noch aufs Maul. 23 wehren wir ab. Es kommt ein bisschen Schaden durch. Aber wir machen auch ordentlich Schaden. ...22 mal 3. Puh, 22 mal 3 ist nicht ohne. Ja, das wird uns etwas... killen. Ich hätte sie vorne stehen lassen. Na wohl, sie hat auch nur 8. Oh oh. Na halt, er kriegt alle 3 Schläge ab. Okay. Er kriegt alle 3 Schläge ab, unser Dicker. Oh. Vielleicht auch sie, weil sie weggezogen wird. Ist klar. 31. Wir müssen das hier so machen. Und 2 Karten von denen spielen wir. So, solange wir die Runde jetzt überleben, ist alles okay. Easy, oder? Komm. Da ist sie wieder. Und wir hauen ihn nicht direkt um. Haha, da müssen unsere Kumpels machen. Aber ja, nice. We did it. So, was gibt's hier Schönes? Jedes Mal, wenn wir 12 oder mehr Schaden machen in einem einzelnen Hit, verursachen wir 3 Blutungen. Das wäre auch nicht schlecht. Wir nehmen mal das Auge. Die Rose hatten wir das letzte Mal. Den Stein können wir noch mitnehmen. Ja, wir nehmen den Edelstein mit. Wo wir den einsetzen, gucken wir uns nächste Folge an, wenn wir versuchen, das 3. Chapter halbwegs abzuschließen. Im positiven Sinne. Ich bin gespannt, was wir hier und dort kriegen können. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.